Hallo und herzlich willkommen zu Grauzone Nummer 19, in welcher ich mich mit einer kleinen persönlichen Identitätskrise auseinandersetzen muss. Mein ganzes Leben lang war ich immer stolzer Teil der Gaming-Szene. Ich spiele Videospiele, seit ich 6 Jahre alt bin, und seit meinem 8. Lebensjahr pflege ich eine regelrechte Leidenschaft zu diesem Hobby, die in den folgenden 22 Jahren zu keinem Zeitpunkt nachgelassen hat. Natürlich gab es Phasen, in denen ich mal mehr und mal weniger aktiv gespielt habe, aber seit mich spätestens 1998 und 99 The Legend of Zelda Ocarina of Time und Final Fantasy VIII verzaubert haben, habe ich das Gamepad nie wirklich zur Seite gelegt und bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass ich das zu Lebzeiten auch nicht mehr tun werde. Seit 2013 betreibe ich mit Graumen Gaming, ehemals Grauton Gaming und später auch Gom Entertainment, sogar eigene YouTube-Kanäle, auf denen ich mich zwar mit nicht sonderlich großer Reichweite, dafür aber mit umso größerer Leidenschaft mit dem Thema Gaming auseinandersetze. Dabei war ich immer stolz, ein Gamer zu sein und habe mich Ende der 2000er Jahre leidenschaftlich gern über Themen wie Killerspiele, die Suchtgefahr von Videospielen und die Vorurteile gegenüber Nerds gestritten und mein Hobby verteidigt. Ich habe unzählige Studien gelesen, Berichte geschaut, mich selbst mit dem Thema beschäftigt und ihn mitgekämpft. Den Kampf für die Akzeptanz der Videospiele in der Gesellschaft. Groß war auch bei mir die Empörung, als RTL von der Gamescom 2011 berichtete und die leidenschaftlichen Videospielfans vor Ort als stinkende, sozial unterentwickelte Vollidioten darstellte. Ich habe mich immer auf seltsame Art und Weise mit den Videospielern dieser Welt solidarisiert und recht lange dabei auch eine recht rosarote Brille aufgehabt. Natürlich war mir immer klar, dass es wie überall auch innerhalb dieser Gruppe selbstverständlich Menschen gibt, mit denen ich mich wenig identifizieren kann. Doch im Großen und Ganzen habe ich immer bevorzugt, die positiven Seiten der Szene zu sehen, versuche das bis heute zu tun und aufzuklären. Cosplayer sind keine Kleinkinder in Erwachsenenkörpern, die sich gern verkleiden, sondern regelrechte Künstler, die teilweise Unmengen an Arbeit und Zeit in ein einziges Cosplay und dessen Verkörperung stecken. E-Sportler sind keine Nerds, die zu faul waren, etwas Anständiges zu lernen, sondern wie andere Sportler auch Hochleistungsspieler, die mehrere Stunden am Tag trainieren und ihr ganzes Leben diesem Beruf widmen. Und Videospieler als solche sind keine Nerds, die sich vor ihrem echten Leben in Fantasiewelten flüchten, Aggressionsprobleme haben und deren Welt sich komplett nur noch um dieses eine Medium dreht. Keine degenerierten Idioten, die sofort ausrasten, wenn ihnen etwas an einem Spiel, einer Entscheidung des Entwicklers oder des Publishers nicht gefällt. Es war mir immer wichtig zu betonen, dass die Videospiel-Community ihre sehr schönen Seiten hat und keineswegs so verteufelt werden sollte, wie das vielerorts getan wurde und teilweise immer noch wird. Und vielleicht habe ich auch immer ein bisschen weggesehen, aus Liebe zum Spiel. Doch in den letzten Jahren fällt es mir immer schwerer, mich mit der Videospiel-Community zu identifizieren, und ich möchte euch in diesem Video erläutern, warum das so ist. Vorab möchte ich sagen, dass mir vollkommen bewusst ist, dass die Entwicklung, die ich gleich schildern werde, nicht nur in Bezug auf Videospiele stattfindet, sondern ein Phänomen des Internets ist, das ich auch außerhalb des Gaming-Kontextes als sehr bedenklich erachte, und auch, dass es natürlich all die tollen Seiten der Videospielszene nach wie vor gibt, beziehungsweise dass diese sogar ausgeprägter und variantenreicher denn je sind. Nie zuvor gab es eine so unglaubliche Zahl an tollen Künstlern, Musikern, Designern, YouTubern, Journalisten und Autoren, die sich leidenschaftlich mit diesem tollen Medium auseinandersetzen. Mehr denn je setze auch ich mich mit dem Thema auseinander, beschäftige mich mit Spieleentwicklung, Hintergründen bei den Entwicklern, den künstlerischen Entscheidungen hinter den Spielen und habe gemeinsam mit The Ramen mittlerweile im wahrsten Sinne des Wortes hunderte Podcasts zum Thema Gaming aufgenommen. Videospiele sind mein liebstes Medium und werden das vermutlich auch immer bleiben. Kein anderes Medium kann für mich den Zauber eines einzigartigen Videospiels ersetzen. Kein anderes Medium verzaubert mich derart mit seinen Bildern, jagt mir mit seiner Musik regelmäßig Gänsehaut über den ganzen Körper und packt mich auf emotionaler Ebene so sehr wie Videospiele. Mit unseren Videos möchte ich Videospiele feiern und würdigen, aber natürlich gerade aus dieser Leidenschaft heraus auch kritisieren und hinterfragen. Und damit sind wir genau beim Knackpunkt dieses Videos. Kritik ist gut und wichtig, und ich war immer leidenschaftlicher Verfechter davon, dass man gerade, wenn man etwas liebt, auch dessen härtester Kritiker sein sollte. Nur aus Kritik kann Verbesserung erfolgen. Und auch wenn The Ramen und ich sicherlich mal übers Ziel hinausgeschossen sind, bilde ich mir ein, dass wir in den meisten Fällen eine recht durchdachte und konstruktive Form der Kritik gefunden haben. Mein zwischenzeitlich erarbeiteter Ruf als Meckerton rührt, auch wenn ich ihn für falsch halte, daher, dass ich immer leidenschaftlich gern kritisiert und gestritten habe. Mit großer Freude habe ich mich auf Diskussionen in den Kommentaren oder den sozialen Netzwerken eingelassen. Nur zu gern habe ich meine Meinung in Videoform kundgetan.
Doch in letzter Zeit bin ich müde geworden, müde davon, gegen einen scheinbar immer größer oder vermutlich eher immer lauter werdenden bestimmten Teil der Gaming-Community anzuwenden. In den letzten Jahren hat sich ein regelrechter Trend entwickelt, alles in Grund und Boden zu hassen, was einem nicht in den Kram passt. Dabei werden nicht nur Entwickler und Publisher angegangen, sondern auch andere Spieler und deren Meinungen. Nur die eigene Meinung ist die richtige und keine andere darf daneben existieren. Wer etwas nicht mag, das mir gefällt, ist ein Hater, der das Ganze einfach ja eh scheiße finden will, selbst wenn er davor jahrelanger Fan der Reihe war. Wer etwas gut findet, was ich nicht mag, ist ein Fanboy und/oder vom Entwickler gekauft. Selbst in unserer kleinen YouTube-Blase müssen wir uns regelmäßig mit Anfeindungen auseinandersetzen, weil wir etwas kritisieren, was viele sehr leidenschaftlich mögen. Kommentare wie der folgende sind längst keine absolute Seltenheit mehr, gerade wenn wir über große Spiele wie in diesem Fall Pokémon Schwert und Schild sprechen. Hier das Zitat. Als ihr labert ja ein Müll zusammen, sagt doch gleich, dass ihr aus dem Alter draußen seid, um die Fantasie zu besitzen, sich an diesen Art von Spielen zu erfreuen. Der Linke scheint noch weniger Ahnung zu haben als der Rechte, bei dem es auch fraglich ist, ob er neutral an das Ganze rangegangen ist. 1 Stunde hätte es wirklich nicht gebraucht, um eure eintönige Meinung kundzutun. Mann, oh Mann. Ohne auch nur ein Gegenargument zu bringen, wird uns in solchen Kommentaren jegliche Kompetenz abgesprochen, das entsprechende Spiel zu werten, auch wenn wir teilweise in stundenlangen Podcasts unsere Meinung darlegen. Antworten wir konstruktiv auf derartige Kommentare, schlägt uns meist nur noch mehr Hass entgegen, anstatt sich mit unseren Argumenten auseinanderzusetzen. In den seltensten Fällen kommt eine sinnige Diskussion zustande. Von Themen wie Star Wars oder Game of Thrones, bei denen wir dann auch gern mal als fettige Ekelnerds bezeichnet werden, und uns jegliches Recht auf eine Meinung abgesprochen wird, möchte ich an dieser Stelle gar nicht erst anfangen. Es soll ja schließlich auch um Gaming gehen. Es gab Tage, an denen ich die Kommentare gelesen habe und richtiggehend müde, demotiviert oder sogar sauer in den restlichen Tag gegangen bin. Insbesondere, wenn ich versucht habe, einen sachlichen Diskurs zu suchen, nur um dann direkt wieder als Hater, Ekelnerd oder ähnliches abgestempelt zu werden. Und wir sind ein recht kleiner YouTube-Kanal mit einer überwiegend sehr konstruktiven und freundlichen Community. Was großen YouTubern, Gaming-Journalisten und Entwicklern aber teilweise an den Kopf geworfen wird, sprengt die Grenzen der Vorstellungskraft. Und ich bin es leid, zu diskutieren oder das Geschehen auch nur zu beobachten. In den letzten Jahren wurde in der Gaming-Szene eine Entwicklung in Gang gebracht, die droht, die Klischees über unsere Kultur im Nachhinein im öffentlichen Auge zu bestätigen. Hass, übertriebene Reaktionen und Aggressionen sind an der Tagesordnung und gefühlt wird das von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Es ist mittlerweile fast alltäglich, dass Journalisten oder YouTuber, die eine kritische Meinung zu einem allgemein gefeierten Spiel vertreten oder auch nur eine falsche Zahl an das Ende einer Review setzen, wüste Beschimpfungen, Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen erhalten. Wird ein Spiel, das von vielen Spielern nicht gut angenommen wird, hingegen gut bewertet, sind die Betreffenden dann sofort gekauft und korrupt und erhalten, ihr ahnt es, Anfeindungen und Morddrohungen. Ohne nachzudenken wird auf alles und jeden eingeknüppelt, der an dem verhassten Spiel, Text oder Videoinhalt beteiligt war. Dabei wird im Falle von Spielen nicht einmal mehr von den beteiligten Entwicklern und Voice-Actern Halt gemacht. Jüngst musste sich beispielsweise Laura Bailey, ihres Zeichens die Schauspielerin von Abby in The Last of Us Part 2, mit Dutzenden und Aberdutzenden Beleidigungen, Gewaltfantasien und Morddrohungen ihr gegenüber auseinandersetzen, weil sie in einem Videospiel eine Rolle verkörpert hat, die vielen Spielern vor den Kopf gestoßen hat. Sich an einer erzählerischen Entscheidung im Spiel zu stören, ist natürlich deren gutes Recht, aber wenn im Kopf nicht einmal mehr die Trennung zwischen dem echten Menschen und der Rolle, die er spielt, gezogen werden kann, dann ist das eine sehr bedenkliche Entwicklung. Einer Rolle, die Laura Bailey verkörpert hat, mit deren Erschaffung und Writing sie aber absolut nichts zu tun hatte. Davon, wie Neil Druckmann, der Autor und Director von The Last of Us Part 2 im Netz angegangen wird, wollen wir an dieser Stelle gar nicht erst anfangen. The Last of Us Part 2 ist das letzte von vielen Beispielen, bei dem Menschen etliche Jahre ihres Lebens, Herzblut und Leidenschaft in ein Projekt stecken, um dann mit Morddrohungen und Hass belohnt zu werden. Und das zu nicht geringen Anteilen von Leuten, die das Spiel nicht einmal gespielt haben, sondern lediglich die Leaks oder Cutscenes angesehen haben. Es ist das gute Recht eines jeden, ein Spiel, einen Film oder eine Serie nicht gut zu finden und das auch deutlich kundzutun. Wie schnell diese Abneigung aber immer wieder in Hass und Mordvorstellungen abdriftet und das nicht nur von wenigen Leuten, sondern von Abertausenden, ist für mich glücklicherweise immer noch genauso erschreckend, wie als ich das beim ersten Mal mitbekommen habe.
Wie eingangs erwähnt, liebe ich Videospiele, könnte mich stundenlang über einzelne Elemente eines einzigen Spiels unterhalten und würde Gaming als einen nicht gerade geringen Anteil meiner eigenen Identität beschreiben. Nie im Leben würde ich auf die Idee kommen, jemanden wüst zu beleidigen, ihm zu drohen oder gar den Tod zu wünschen, weil mich eine Story, ein Spielelement oder gar das ganze Spiel enttäuscht hat. Dass Videospiele für Tausende von Menschen offenbar einen so bedeutenden Teil ihrer Identität einnehmen, dass sie sich bei einer falschen Entscheidung seitens der Entwickler oder eines falschen Worts seitens der Reviewer direkt so dermaßen in ihrem Sein angegriffen fühlen, dass Enttäuschung zu Hass und Hass zu Gewaltandrohung überspringt, zeichnet ein bedenkliches Bild unserer Gesellschaft. Wie es der Gegenseite mit den eigenen Anfeindungen geht, ist egal. Dass Jahre der Arbeit in so einem Projekt stecken, ist egal. Dass den Entwicklern ihre eigenen Charaktere und Geschichten vermutlich am meisten von allen am Herzen liegen, ist egal. Ich bin enttäuscht von etwas, also hasse ich jetzt die Verantwortlichen. Das ist hier das Motto. Wir reden hier immer noch von einem Unterhaltungsprodukt, das gern diskutiert werden darf, von vielen aber mit einer derart pervertierten Leidenschaft behandelt wird, dass nicht nur auf denjenigen, der sich verärgert hat, eingedroschen wird, sondern auch auf alle, die dessen Meinung teilen. Einfach jede Meinung wird diskreditiert. Wer ein sozialkritisches Spiel verteidigt, ist auf der Stelle ein Social Justice Warrior und Woke. Wer ein Spiel mit einer weiblichen Hauptfigur oder beispielsweise homosexuellen Charakteren kritisiert, ist auf der Stelle Sexist, Homophob und ein Arschloch. An einem sachlichen Diskurs besteht in den letzten Jahren von vielen Seiten zunehmend weniger Interesse. Genau wie an einer fairen Bewertung des Spiels. In den letzten Tagen hat Metacritic einen Schritt unternommen, den ich sehr begrüße. Seit Sonys letztem PS4-Exklusivtitel Ghost of Tsushima hat sich die Plattform dazu entschieden, dass User-Bewertungen erst 36 Stunden nach Veröffentlichung des Spiels abgegeben werden dürfen. Grund dafür war einmal mehr The Last of Us Part 2, das direkt zum Release aufgrund der Leaks von Abertausenden von Leuten mit Nullerbewertungen, Hass und Spott überzogen wurde und daraus resultierend in den ersten Tagen einen katastrophalen User-Score aufwies. Dass darunter in diesem Fall wirklich etliche homophobe und transphobe Reviews waren, die das Spiel einzig und allein dafür abstraften, dass es entsprechende Charaktere porträtiert, macht das Ganze nicht weniger erschreckend. Doch Naughty Dogs neuestes Abenteuer als Opfer von Review-Bombing ist absolut kein Einzelfall. Oft reicht eine Kleinigkeit, eine falsche Entscheidung des Publishers oder der Entwickler, damit es sich sogenannte Fans zur Aufgabe machen, ein Spiel in Grund und Boden zu bewerten. Ein gutes Beispiel dafür sind beispielsweise Spiele, die sich für eine Epic Games Store Exklusivität entschieden haben, kurz nachdem der Launcher an den Start ging. Der Hass gegen den neuen Launcher war groß, genauso wie die Ignoranz für die Gründe der Entwickler. Gerade kleinere Teams haben oft geäußert, dass Epic ihre Spiele nahezu komplett finanziert hat und damit deren Lebensunterhalt gesichert. Doch das war erneut Abertausenden von Spielern egal. Wer auf Epic released, war der Feind und wurde Review-bombt. Das hat dann teilweise zu so absurden Szenarien wie bei Metro Exodus geführt, bei dem aus lauter Wut über den absolut kritisierenswerten Schritt, recht kurz vor Release auf den Epic Store zu wechseln, die beiden Vorgängertitel Metro 2033 und Metro Last Light auf Steam Review bombt und somit mit negativen, hasserfüllten Kritiken überzogen wurden, um den Entwicklern eins auszuwischen. Dass den Verantwortlichen nicht auffällt, wie unfassbar kindisch dieses Verhalten eigentlich ist, will mir bis heute nicht in den Kopf. Genauso sind auch irrationale Zehnerwertungen, um dem Hass entgegenzuwirken, an der Tagesordnung. Man kann über den Sinn und Unsinn von Zahlenwertungen generell streiten, aber das negative wie positive Review-Bombing führt den Gedanken dahinter endgültig ad absurdum. Metacritic will mit dem jüngsten Schritt dieser Entwicklung nun ein wenig entgegenwirken, indem sie Spielern, die vorhaben, das Spiel auch wirklich zu spielen, die Gelegenheit geben, eine faire Review zu schreiben. Die getriggerten Fans werden dadurch nicht aufhören zu Review-bomben, aber immerhin werden so vielleicht von Beginn an einige fairere Gegenstimmen zur Verfügung stehen. Ob es etwas bringt, wird die Zeit zeigen. Den Schritt begrüße ich aber allemal, denn ändern muss sich etwas. Meine einstige Leidenschaft, über Spiele, Filme und Serien zu diskutieren, ist in den letzten Jahren jedenfalls massiv gesunken. Ich bin müde, konstruktiv zu diskutieren, wenn die Gegenseite nur zerstören und ihre Meinung durchdrücken will.
Ich bin müde von Anfeindungen, Morddrohungen, Boykotten und Review-Bombing zu lesen. Ich bin müde zu sehen, wie ganze Events der Publisher von Zehntausenden gedisliked werden. Nicht etwa wegen des Gezeigten, sondern weil man etwas, das versprochen wurde, nicht jetzt sofort bekommt. So gesehen zum Beispiel bei Ubisoft, während deren Ubi-Forward-Präsentation die Spieler Probleme hatten, sich in ihre Ubisoft-Accounts einzuloggen, um das geschenkte Watch Dogs 2 einzulösen. Schon vor Beginn des eigentlichen Events hatte der Stream tausende Dislikes. Um die Spiele ging es bei der Präsentation nahezu gar nicht mehr. Der komplette Chat war konstant am Ausrasten, weil das versprochene Spiel nicht auf der Stelle beansprucht werden konnte. Was Ubisoft zu zeigen hatte, obgleich das nicht sonderlich beeindruckend war, wurde begraben unter Hass, Feindseligkeit und digitalem Geschrei der Zuschauer und geriet komplett in den Hintergrund. Ich bin es müde zu sehen, dass Videos gedisliked werden, die genau einhalten, was sie versprochen haben, nur weil Leute zu doof oder zu faul sind zu lesen, um was es bei dem Event gehen soll. Nintendos Mini Direct vom 20.07.2020 hat zum Zeitpunkt, da ich diesen Text schreibe, 56.667 Dislikes und jede Menge wütende Kommentare, weil keine großen Nintendo-Titel gezeigt wurden. Das Ganze bei einer Veranstaltung, die als Mini Direct Partner Showcase mit der Beschreibung "The first in a series focused on Nintendo Switch Games for our development and publishing partners" angekündigt wurde. Nintendo bewirbt also eine Minishow zu bereits angekündigten Projekten ihrer Entwicklungs- und Publishing-Partner, liefert genau das und wird in der Luft zerrissen, weil nichts zu Breath of the Wild 2, Smash oder sonstigen First-Party-Titeln gezeigt wurde. Die Absurdität des Ganzen ist kaum noch in Worte zu fassen. Die Gaming-Community wird gefühlt mit jedem Jahr aggressiver, lauter und dümmer, und ich bin müde. Ich bin müde, mich damit auseinanderzusetzen, müde davon zu lesen, müde all diesen Hass mitzubekommen. Müde, als Hater bezeichnet zu werden, weil ich meine Meinung in der Regel konstruktiv darlege, während andere einander mit dem Tod drohen, weil ihnen etwas nicht in den Kram passt. All das sind Gründe, weshalb ich mich im Moment schwer tue, mich mit der Gaming-Szene zu identifizieren. Ja, die Gaming-Community ist aktuell so bunt, vielfältig und voller Leidenschaft wie nie zuvor. Gleichzeitig ist sie aber auch so toxisch, feindselig und abweisend wie nie zuvor. Ich möchte euch hier gar keine Moralpredigt halten, zuerst nachzudenken, bevor ihr etwas schreibt, oder zumindest im Nachhinein darüber zu reflektieren. Auch ich bin nicht perfekt und schreibe öfters mal aus der Emotion heraus. Wichtig ist, dass man sich und seine Äußerungen hinterfragt und darüber nachdenkt, wen man damit vielleicht verletzen könnte. Aber ich denke, das wissen und beachten die meisten von euch. Ich bilde mir nicht ein, mit diesem Video hier etwas zu ändern oder irgendwem die Augen zu öffnen. In erster Linie bin ich dankbar dafür, eine kleine, aber weitestgehend konstruktive und höfliche Community zu haben und mich zumindest in dieser nur bei speziellen Themen mit all diesen Dingen auseinandersetzen zu müssen. Und auch wenn mich die aktuelle Entwicklung sehr ermüdet, werde ich auch in Zukunft versuchen, den Blick auf die guten Seiten der Gaming-Szene zu richten, ohne die negativen Aspekte zu ignorieren. Versuchen zu kritisieren, ohne anzugreifen und gemeinsam mit euch unsere Leidenschaft zu feiern, damit sie noch lange bestehen bleibt. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und die hunderten positiven und bestärkenden Kommentare. Ihr wisst nicht, wie viel uns das bedeutet. Wir hören oder sehen uns in einem unserer anderen Formate oder der nächsten Grauzone. Bis dahin, euer Grauton und ciao.